Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Als Radiosendung seit 20 Jahren, Leute, seit 20 Jahren immer auf diesem Sendeplatz. Der ändert sich ab nächster Woche, Samstagmorgen von 4 bis 6. Zukünftig, nein, das war nur ein Scherz, aber wirklich 20 Jahre, immer zwischen 14 und 16 Uhr sonntags und auch schon seit 100 Jahren als Podcast. Wir haben mal den European Podcast Award gewonnen. Können Sie sich das vorstellen? Ist ein bisschen länger her schon, da gab es noch nicht so viel Konkurrenz, aber das ist ja egal, das zählt nicht. Woche für Woche sitzen hier interessante Persönlichkeiten und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rust. Unser heutiger Gast sticht auf besondere Weise aus der Spezies seiner Branche hervor. Er wurde unter anderem mit dem Filmpreis, dem Fernsehpreis, dem Grimme-Preis und dem Bambi ausgezeichnet, hat in über 25 Kinofilmen mitgespielt, arbeitet erfolgreich als Entertainer, Produzent, Schauspieler, Autor, Regisseur und Medienunternehmer und müsste eigentlich ziemlich breitbeinig daherkommen. Aber, um es mit einem Vergleich aus der Ornithologie zu sagen, er ist nicht der Pfau, eher die Amsel. Nicht so bunt, nicht so auffällig, aber klug. Und wenn Amseln anfangen zu singen, dann kann man nur hingerissen sein. Unsere Lieblingsamsel unter den Menschen heißt Christian Ulmen. Der 46-Jährige ist wirklich schwer zu erwischen, weil er permanent dreht, schreibt, schneidet und zudem noch eine Familie hat, mit der er sehr gerne Zeit verbringt. Dennoch war es uns möglich, ihn mit ein paar Rosinen und eingefetteten Haferflocken auf unser Fensterbrett zu locken. Amsel essen super. Ja, wenn ihr wüsstet, wie dumm ich eigentlich bin. Eine kluge Amsel ist natürlich wirklich, aber wenn ihr wisst, wie doof ich bin. Wieso? Warum glaubst du, dass du doof bist? Heute Morgen zum Beispiel hatte ich unfassbar Panik. Wir müssen ja immer um 7 Uhr aufstehen, weil Schule um 8 beginnt. Und ich habe einen Wutausbruch bekommen in der Küche, weil ich kein Messer fand, um meiner Tochter, ich wollte ihr eine Kiwi mitgeben in die Schule, in diese Brotbox, mit einem Messer, damit sie sich die aufschneiden kann und einem kleinen Löffel. Und ich fand dieses kleine Messer nicht und bin ausgerastet. Und das endete darin, dass ich ihr einfach nur eine Banane mitgegeben habe und keine Kiwi. Und sie sagte im Auto, du hättest die Kiwi doch einfach aufschneiden können. Ne, mit dem Küchenmesser und mir dann in zwei Teilen in die Brotbox. Mit dem Löffel. So, dann hättest du nicht. Da sieht man, wie ich bin so dumm. Ne? Das habe ich an dem Morgen zum Beispiel nicht umrissen. Würde ich immer anders sehen. Ich glaube, du bist da so rangegangen, dass du im Hinterkopf hattest, dass du deine Tochter möglichst früh zur Selbstständigkeit erziehen möchtest. Natürlich, und nicht, dass ihr alles geschnitten wird und so weiter. Wir reden ja hier auch sicherlich von einem schönen, scharfen Solingen-Edelstahlmesser, das sie mit in die Schule genommen hätte. Richtig? Nein, diese kleinen wir haben noch so von früher, als sie noch kleiner war, so kleine Kindermesser. Kann man mit denen überhaupt eine Kiwi schneiden? Ja, das geht. Aber vielleicht geht nicht mal das. Und ich bin zu dumm, auch das zu überreißen. Und sie sitzt in der Schule und kriegt diese blöde Kiwi nie durch. Ne? Ja, wahrscheinlich tauscht sie die gegen so zwei Duplos oder so. Ja, gibt es noch Duplo? Ja, gibt es noch. Oh gibt ja, das gibt es alles noch. Mhm. Ah ja, okay. Aber du bist, ja gut, man bezeichnet sich wahrscheinlich selbst selten als klug. Wer würde das tun? Kennst du Leute, die das täten? Oh, ich kenne viele Leute, die sich als klug bezeichnen würden. Ja. Aber ich gehe auch nie in Quizshows deshalb, weil ich einfach merke, dass wenn ich eine Quizshow sehe, ich nichts weiß. Nein, das stimmt. Also es ist auch, weißt du, die Vorstellung, dass jemand sagt, oh, jetzt kriegt er so eine einfache Frage. Oh, welche Verträge wurden 1942 und du so, alle so, ist der doof, weil ich selber ja auch natürlich denke. Ne? Also wenn ich meine Frage weiß beim Zugucken als Zuschauer, denke ich, Gott, ist der doof, das weiß man doch. Und so. Und möchte nicht, dass das jemand über mich denkt. Also ich gehe wirklich deshalb nie in Quizshows, ne? Weil ich diesen Moment unerträglich. Und ich bewundere auch alle, die hingehen. Mhm. Das heißt aber, du schaust noch regelmäßig analoges Fernsehen? Nein, das wirklich nicht. Also du kaufst die DVDs mit Spielshows oder wie? Ja, ich bestelle dann so alte VHS-Kassetten noch von früher, von der große Preis und so. Hohecker, Boning und so. Also wenn man mal so zum Berieseln durchseppt und dann eine Quizshow läuft, dann weiß ich immer nicht, was die Antworten sind, wenn ich mitrate. Aber ich gucke das nicht bewusst, ich guck nicht Fernsehen. Bewusst. Mhm. Ich glaube, auf das, was ich jetzt gleich frage, wirst du sagen, ja gut, aber es hat ja auch was mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Ich glaube, ihr habt einen riesengroßen Fernseher. Ja gut, aber das hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Aber das ist aber bei mir schon seit ich Kind bin, ich will nicht sagen fetisch, aber
Ich wollte immer schon einen großen Fernseher haben. Ihr hattet so einen ganz kleinen, ne? Ja, wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher, also bis ich 16 war. Mit 16 habe ich zum ersten Mal Farbfernsehen geguckt. Das stimmt nicht ganz, weil ich bei Freunden natürlich auch schon vorher Farbfernseher wahrgenommen habe. Aber ich hatte zu Hause, hatten wir erst einen, da war ich 16. Naja, okay. Aber du durftest sowas, also politische Sendungen durftest du mit, also ich habe irgendwo gelesen, Panorama Monitor, das durftest du sehen oder wurdest zumindest nicht rausgeschickt? Ja, das durfte ich sehen. Ich habe da wahrscheinlich auch nicht alles verstanden, aber ich fand den Stil toll. Dieses Investigative, ne? Dieses nochmal nachfragen und nochmal. Was dann nachher die Privaten mit der heiße Stuhl und Explosiv und so weiter dann nochmal weitergeführt hatten. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert als Kind. Du hast auch früher als Kinderreporter gearbeitet. Ja, wir haben das dann nachgemacht. Auf der Straße haben wir Autofahrer, die in der 30er-Zone zu schnell gefahren sind, angehalten und sie zur Rede gestellt, warum sie hier zu schnell gefahren sind. Das war sozusagen das Aufarbeiten dessen, was wir im Fernsehen gesehen haben. Und du hast dafür aber auch einen Reporterpreis bekommen. Ja, das ist ein bisschen später. Ich glaube, ja, mit 16 oder so. Ja, stimmt. In der Stadt. Ja. Ja, das war das Thema. Das war das, stimmt. Das war die Reportage, wo wir die Autofahrer angehalten hatten und so gemessen haben, ob man mit der Bahn schneller in der Innenstadt ist, aus dem Speckgürtel kommend oder mit dem Auto. Und natürlich mit der Bahn. Und das habe ich eingeschickt damals, als RTL so einen Junior-Reporter-Wettbewerb ausrief. Mit Dr. Peter Scholl-Latour in der Jury. Den gewann ich damals. Ja. Dr. Peter Scholl-Latour war einer unserer Gäste. Gott hab ihn selig. Oder anders formuliert, tja Gott, jetzt siehst du mal, was du davon hast, wenn er bei dir auftaucht. Wenn er bei dir auftaucht, er hätte noch 20 Jahre länger leben können. Ja, 20 Jahre länger reden können auch, weil er sehr viel erzählt. Oh ja, also auf jeden Fall Männern. Mhm. Der kam nämlich, das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her. Wieso, bei dir nicht, oder was? Ja, der kam ins Studio. Und der hat ja immer so ein bisschen genuschelt. Ja, das war toll. Und ich dachte, das ist so ein netter, ich habe die Geschichte auch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Zusammenhang erzählt. Ich dachte immer, es wäre so ein netter Typ, so der sah immer so freundlich aus und man kannte den aus dem Fernsehen natürlich. Und dann kam er ins Studio, sah mich, hielt mich wahrscheinlich für die Assistentin, weil ich meine, als Frau werde ich ja wohl kaum den König der befragen. Und dann drückte er mir seinen Schuh in die Hand. Wie sein Schuh? Ja, seinen Schuh. Und sagte, sei mal weg, Kaugummi getreten. Ach du Scheiße, echt? Er war mit seiner Sohle in Kaugummi getreten und bat mich, das wegzumachen. Und ich war so perplex, dass ich eine, und so schließt sich der Kreis, Plastikgabel oder ein Plastikmesser nahm, das da gerade lag, und anfing, verzweifelt, harten Kaugummi aus der Profilsohle von Peter Scholl-Latour zu pulen. Und hast du nachträglich auch so Träume darüber, dass du fabulierst, wie du eigentlich hättest reagieren sollen, eben den Schuh, weiß ich, ins Gesicht zu drücken oder so, dass du darauf eingegangen bist? Also ich habe das manchmal, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich dann denke, so hast du Idiot, du hättest... Und dann lässt mich das nicht los, fast wie so ein Zwangsgedanken, dass ich die Szene nochmal durchspiele und mir vorstelle, wie ich eigentlich hätte reagiert. Ja, das ist natürlich, das ist toll. Also darüber denke ich zu wenig nach, aber ich kenne, wie wir alle, glaube ich, solche Situationen, wo man denkt, Mann, ich bin doch einigermaßen schlagfertig. Wieso habe ich dann nicht... Neulich ist so eine Frau, hat mich so beleidigt und ist mit dem Fahrrad so an mir so vorbei und dann... Und dann habe ich... Ich war so perplex, dass ich ihr hinterher rief, sie böser Mensch, sie böser Mensch, wie bescheuert. Ja, ich hätte gerne was anderes gesagt. Da steckt alles drin. Ehrlich gesagt, mich hat das nicht überrascht mit Scholl-Latour, weil das hat mich echt befremdet. Ganz früh ein Interview mit ihm gesehen, da erzählte er oder wurde dann privat befragt und nach der Geburt seines Kindes, oder ich glaube, er hatte zwei. Und dann hat er erzählt, ja, das sei natürlich ganz toll gewesen und seine Frau habe das auch toll gemacht. Er habe ihr dann zur Geburt auch eine Karte geschrieben. Und da dachte ich, what? Und das war wohl so, dass der nicht dabei war und so. Aber das ist auch nicht hingehen danach und irgendwie, sondern nee, er hat ihr eine Karte geschrieben. Und er erzählte das auch gar nicht im Bewusstsein dessen, dass das eine seltsam anmutende Geschichte ist, sondern er fand sich auch noch gut in dieser Geste. Also er hat ihr eine Karte geschickt. Ja, er gehört wirklich zu einer völlig anderen Generation, denn und das würde jetzt zu weit führen, aber und wenn Sie möglicherweise seit 20 Jahren das Hörbar-Rust-Abo haben, dann können Sie ja mal kramen nach dieser alten Sendung, denn wir hatten zwei Missverständnisse. Einmal wollte er die Sendung abbrechen, weil er mir etwas über die Erotik des Vietnamkriegs erzählt hat.
oder erzählen wollte. Und ich habe halt einfach immer wieder nachgefragt, ob Erotik wirklich das richtige Wort dafür sei. Ja. Er sagte immer, nein, ich habe ihn kaum verstanden. Aber er hat Erotik gesagt. Er hat Erotik gesagt, das hatte ich schon richtig verstanden. Ja. Es ging darum, na, sie werden die asiatischen Männer ja wohl nicht so reizvoll finden, wie wir Männer die asiatischen Frauen. In diese Richtung ging es wirklich? Ein bisschen. Ja, aber er ist ja jetzt auch tot. Deswegen. Aber was war die Idee, dass der Krieg eine Faszination hatte, weil viele Männer wegen der Frauen gerne dorthin gezogen sind? Möglicherweise, also alles, was Männern Spaß macht, Ballern und Frauen. Und das gab es alles in Vietnam. Und war das die, oh Gott, also salopp formuliert, die Idee? Gut, wir wollen ihn nicht. Im Zweifel hätte ich es rein fragen. Akustisch gar nicht verstanden. Ja. Aber es ist nicht, ja. So, wir kommen jetzt mal zu deiner Musik. Mhm, I Will Survive. Ja. Cake. Ja, das darf ich kurz erzählen, dass ich diese Musik listet. Und das ist ja auch interessant. Ich habe vergessen, die abzuschicken. Ihr wolltet die ja ein bisschen früher haben. Ne? Und dann hörte ich die Musikliste. Und dann war ich so auf dem Sprung und wollte euch aber auch nicht länger warten lassen und habe die innerhalb von 2 Minuten runtergeschrieben. Und das finde ich aber spannend, weil es sozusagen eine ad hoc, also nicht lange nachdenken, sondern das sind alles Titel, die kamen mir innerhalb von 2 Minuten. Finde ich, oder? Ist doch erwähnenswert. Und jetzt machst du das, wo ich auch vorhin gesagt habe, du machst, versuche noch etwas Positives in etwas zu sehen, was man verkackt hat. Ja. Ganz klar. Nee, toll, dass das so intuitiv war jetzt. Ja, oder? Und hast du irgendeine Idee zu, weißt du überhaupt, was für einen Song wir jetzt hören? Ja, Cake von, I Will Survive in der Cake-Version. Ne? Ja, gibt es da eine Geschichte? Gloria Gaynor? Gloria Gaynor, genau. Und es ist, der Song ist am Schluss von Herr Lehmann. Meinem ersten Film. Ja. Und das verbinde ich damit. Immer wenn ich den höre, habe ich so diese Aufregung von dieser Premiere, die Angst davor, ob das irgendwie funktioniert, weil es zum ersten Mal Schauspiel war und so weiter. Und ich kriege fast, wenn ich den Song höre, Lampenfieber, weil mich das so zurückversetzt in diese Lehmann-Zeit. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Der Tausendsasser Christian Ulmen ist heute hier zu Gast und wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh. Das kann ja eine gute oder eine schlechte Überraschung sein. Ja, eine Botschaft an dich. Mhm. Ja. Und jetzt möchte ich mal deine Einschätzung haben. Könnte es sein, dass es dein ehemaliger Schuldirektor ist, der sich wegen irgendeiner Sache bei dir entschuldigen möchte? Nee, das glaube ich nicht. Hast du mal die Schulordnung abgeschrieben? Ja, mehrmals. Mhm. Warum? Einmal, weil ich mit dem Fahrrad über den Schulhof gefahren bin. Und zur Strafe musste ich die Schulordnung abschreiben. Nee, ich habe sie aber nicht abgeschrieben. Irgendwas anderes dann geschrieben. Aber es war eine absurde. Aber vielleicht fand er das auch unverhältnismäßig und möchte sich dafür entschuldigen, weil du jetzt ein Star bist. Ja gut, das könnte sein, oder? Könnte sein, ja. Gut. Oder könnte es vielleicht Warzen-Inge sein, bei der du dich noch entschuldigen musst? Oh Gott, wo habt ihr das denn her? Also, oh, Inga hieß sie erstens. Mhm. Und zweitens war das die Zeit, man probiert ja alles aus als junger Mensch. Und das war die Zeit, in der ich ausprobierte, wie es ist, andere zu necken. Und ja, und das machte mir auch etwas Freude. Aber ich habe mich bei Inga aber entschuldigt dafür. Ich habe ihr, Schokolade geschenkt. Ich habe mich irgendwann entschuldigt, wirklich. Von zu Hause aus der Schublade meiner Eltern so eine Merci-Schokolade entwendet, um sie Inga zu schenken, um mich zu entschuldigen für das Warzen, Inga. Ich habe neulich
im Beisein einiger Freunde an einem Lagerfeuer eine Milliarden-Euro-Idee gehabt. Ja. Mit der ich aber auch nicht zu König der Löwen, nee, wie heißt das? Ja, König doch, der Löwen. Doch, Höhle der Löwen. Ja. Aber zu König der Löwen möchte ich keinesfalls gehen, um das klarzustellen. Ja. Einen Schokoriegel, vielleicht wollen wir das zusammen machen, weil du hast ja auch die Connections, du hast das Geld, du hast die Verbindungen. Mhm. Einen Schokoriegel, der Sorry heißt, finde ich viel besser als Messi. Ja, stimmt. Ja. Oder? Und das wäre auch für Warzeninger viel besser. Schuldige, gewesen. Ich würde Schuldige. Ja, weil Merci, Schuldige. Warum danke? Du, ich danke meine wofür, Merci. Da war nichts anderes in dieser blöden Schublade gelegen. Ja, wäre Sorry da nicht besser gewesen? Ja, viel besser. Und es ist ein guter Name. Entschuldigung hätte ich aber. Entschuldigung. Entschuldige. Entschuldige wäre gut. Nee. Sorry heißt schon die... Es gibt, was heißt denn Sorry? Ist viele Lieder heißen so schon. Ja, Lieder. Oder auch die aktuelle Tour von Louis C.K., die heißt auch Sorry. Wo sich auch so entschuldigt für Pointe. Ein Schokoriegel, mein Gott, der überlebt Generationen. Du hast recht, wahrscheinlich ist Sorry, können wir auch international vermarkten. Eben. Oder vielleicht ist der Clou immer in der jeweiligen Landessprache des Landes, in dem wir den verkaufen. Also Sorry, Entschuldigung und... Mehr Sprachen kann ich jetzt nicht, aber merke, müsste man nachschlagen. Du, du bist also als Verbündeter für diese Art von Milliardenideen bist du überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja, schade. Scholatur wäre gut. Da könnte man ein bisschen in Osten verkaufen, die Snacks. Sexy Sorry hießen wir. Reistafel. Ja. oh Gott. Sag mal, was war denn, wenn du das kurz beschreiben könntest, was ist denn da vorgefallen mit der Warzeninger? Es war wirklich ganz profan, dieses Necken. Inga hatte Warzen an der Hand. Und das war, wir waren damals in der 6. Klasse. Kinder können grausam sein. Ja, das sein. War grausam. Und dann war das Warzen. Aber was viel auffälliger bei Inga war, war eigentlich, dass sie immer den Mund so offen stehen hatte. Und diesen Gesichtsausdruck, also besonders wenn sie konzentriert war, schaute sie mit offenem Mund so in den Raum hinein oder dem Lehrer zu. Und das hat mir imponiert. Und diesen Blick habe ich oft imitiert. Und es gipfelte, dieses Warzeninger war aber, glaube ich, eher so ein Kollektivding. Und es war bösartig und ja, gemein. Das ist gemein. Ich hatte auch ich hatte eine Simone. Also insofern, im Zweifel hat jeder irgendwann. Jeder mal, und ich war und aber auch dran. Ne? Also ich kenne aber auch gemobbt werden. Also ich habe wirklich all diese Phasen durch. Ja, ich war kein Bulli oder so, der durchgehend jetzt Warzeninger und Trüffelschwein Egon und so weiter, sondern ich habe alle Phasen erlebt. Wie wurdest du denn gehänselt, geneckt? Ich war mal im Krankenhaus wegen Blähungen, aber man dachte, es sei der Blinddarm. Und in diesem Krankenhaus war ich mit 8 Kindern auf einem Zimmer. Und hatte ich so einen Hang zum Rückzug ins Private. Also es war mir damals schon unangenehm, mit anderen Menschen, Fremden, einen Raum zu teilen über Nacht und dort zu schlafen. Und ich habe mich immer so zurückgezogen und wollte mit denen immer nicht Karten spielen. Und dann haben sie mich irgendwann, wir haben sie mich Heino, glaube ich, genannt. Ich weiß nicht warum. Heino, ey Heino, spiel mal mit. Und ich habe mich immer, nee, ich möchte nicht. Und so. Und damit haben die mich aufgezogen, dass ich halt wahnsinnig schüchtern war, ne, in dieser Krankenstation. Okay. Dann hatte ich Segelohren, das war lange Zeit in der Schule auch ein Thema. Hast du dir die anlegen lassen? Nee. Ich habe dann irgendwann, und das war glaube ich dann mein Turnaround, habe ich dieses Genecktwerden über meine Segelohren empfunden als, naja, aber darüber stehst du ja irgendwie dann auch, oder darüber gewinnst du Aufmerksamkeit. Aha. Und hab's umgedreht und habe dann selber auch über meine Ohren begonnen, Witze zu machen. Und das war, glaube ich, mein Ausstieg aus diesem Gehänseltwerden. Ich habe mitgemacht und das hat sogar Spaß gemacht. Und darüber habe ich gelernt, wenn du dich selber zum Objekt von Komik machst, tut das überhaupt nicht weh. Und dann habe ich Warzeninger gefunden. Aber das war wirklich, ich habe mich wirklich bei ihr entschuldigt. Ich habe das sehr früh auch eingesehen, dass das nicht richtig war. Gut, dann Warzeninger ist es auch nicht. Nee. Aber könnte es vielleicht ein Mann sein, der davon spricht, dass du ihn bei einem gefakten Sextelefonat finanziell abgezogen hast? Das glaube ich nicht. Weil die Männer, die ich damals, ich habe sie nicht ausgebeutet, die haben wirklich von mir ein schönes Erlebnis geschenkt bekommen, für das ich dann vergütet wurde. Also es war jetzt nicht, dass ich habe die nicht, die wussten nicht, dass sie mit einem 14-jährigen Jungen sprechen. Sie haben gedacht, sie reden mit einer Lady. Und der Hintergrund war, dass ich in so Zeitschriften, da gab es damals in den, wann war denn das, Ende der 80er, muss das gewesen sein? Nee, Mitte der 80er
gab es so Telefon-Hotlines. Das waren damals, glaube ich, schon 090er-Nummern. 0190 96 96 ja. 96. Genau das, ja. Aber das war, und damals kam man in so Sammelbecken, also da haben die noch gedacht, dass Männer und Frauen gleichermaßen Interesse an so etwas haben. Und du, wenn du anriefst, musstest du die 1 wählen, wenn du ein Mann bist, und die 2, wenn du eine Frau bist. Und dann wurdest du, es haben nie Frauen gemacht. Also wenn du die 1 gedrückt hast als Mann, und das waren richtige Foren, du hörtest auch andere Männer. Also da waren teilweise 10 Männer in der Leitung. Hallo, hallo, ist da eine Frau? Hallo, hallo, wer bläst mir ein? Hallo, und so. Die ganze Zeit und nicht eine einzige Frau. Und dann habe ich gedacht, wie lustig finde ich jetzt einfach, hallo, hier ist, und das halt mit Frauen. Und das kannst du ja wirklich ganz gut. Ja, und damals war ich ja noch nicht im Stimmung, ging es noch besser. Und dann habe ich die 2 gedrückt und wurde als Frau zugeschaltet. Da war aber was los in diesem virtuellen Raum. Und dann habe ich aber gesagt, du kannst mich privat anrufen und so. Und dann konntest du mit denen in so Einzelzimmer gehen. Du musstest dann eine Tastenkombination wählen, die musste der Mann auch wählen. Und dann wurde man so zusammengeschaltet und dann waren das so Einzelgespräche. Und dann habe ich immer gesagt, die sollen mich mal anrufen. Ich hatte so eine eigene Telefonnummer zu Hause. Du warst nicht zu Hause. Wie, ich war nicht zu Hause? Ihr wart in dieser Villa. Ach, das stimmt. Oh Gott, das war, da, ja, aber das, ja. Waren die, das waren die Auswüchse, als es zu einer Performance wurde. Erstmal habe ich das zu Hause gemacht. Und dann riefen die an und dann habe ich 30 Mark verlangt. Wie gesagt, bitte? Ja, gesagt, dann müsst du mir 30 Mark überweisen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich. Und dann, ich hatte das sogenannte junge Konto bei der Deutschen Bank. Das kann nicht sein. Doch, und dann habe ich denen meine Bankverbindung gegeben und gesagt, musst du aber hinterher überweisen. Haben natürlich die wenigsten gemacht. Aber ich hatte immer mal wieder auf meinem Konto so 30 Mark so Überweisung von irgendwelchen Leuten für diese Telefonerotikgespräche. Aber du musstest ja dann auch wirklich durch. Also ich meine, wir reden jetzt ja, das finde ich. Also jetzt, natürlich ist es total lustig, ich will es auch gar nicht jetzt ernst besprechen, wie auch, aber die Vorstellung, dass ein 14-Jähriger einen Erwachsenen... Vielleicht war ich 15 oder 16. Ach so, das ändert natürlich alles, wenn ein 15-Jähriger einen erwachsenen Mann, der in einer Sex-Hotline anruft, als Frau zum Orgasmus bringt. Mhm. Ja, das war aber so. Und es war tatsächlich immer dann sehr amüsant, wenn das, wenn es um Fetische ging, also wenn die Männer wollten, dass sie beleidigt werden. Und das ist ja einfach. Oder ja, das war super einfach. Wie ein Pferd. Und hat er wuh gemacht am anderen Ende und so. Meinst also, du das gerade ernst? Das ist wirklich? Ja, ja. Ich habe die dann gebeten, Tiere nachzumachen. Und das fanden die geil. Und irgendwann haben die legen dann auch immer auf. Also wenn sie fertig sind, legen sie ab. Es gibt auch kein Nachgespräch oder so. Sondern wenn der Höhepunkt erreicht war, ist die Leitung tot. So. Und das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Ja, weil ich stelle mir das, jetzt muss ich doch kurz ernst fragen, weil die eine Sache ist ja, wenn man das mit Leuten zusammen macht, Telefonstreiche und alle lachen sich tot und kichern, aber du scheinst das ja wirklich allein gemacht zu haben. Erstmal habe ich es allein gemacht. Wie so eine Studie oder was? Ja, ich hatte immer als Kind bei allem, was ich machte, mir vorgesteckt, das wäre gerade eine Radiosendung oder so. Das war so ein Hobby. Ne? Also ich habe auch Leute anriefen und meine Eltern sprechen wollten, immer wie so ein Radiomoderator. Hallo, Sie wollen mit meinen Eltern sprechen? Ja, einen Moment, ich gehe und so. Und das war so ein Ding bei mir. Und das mit diesem Telefonsex ausprobieren, war, glaube ich, fühlte mich nicht allein, weil ich immer so in meinem Kopf fabulierte, das ist jetzt eine Show oder so. Ne? Das ist jetzt im Radio, das ist ein Telefonstreich. Hab das aber später, als ich das dann herausfand, wie das geht, Freunden gezeigt. Und dann kamen Freunde zu mir und dann haben wir das bei mir zu Hause vor mehreren gemacht. Und irgendwann wurde das, wurde das so ein Party-Gag. Und dann haben wir in der Villa von einem Freund, dessen Eltern Steuerberater waren, eine ganze Nacht lang diese 090er-Nummern angerufen, um da Kunden zu akquirieren. Und dafür sind Telefonrechnungen von 1000 Mark oder so. 2800. Ja, genau sowas. Weißt du das? Also, ja, aber das, genau. Und ich weiß noch, dass das dann meine Eltern mit seine Eltern, also die Eltern des Freundes mit meinen Eltern besprachen, dass das ja gar nicht ging. Und meine Mutter sagte wirklich zu mir, von dem Geld hättet ihr euch auch Nutten kaufen können. Das ist ja wirklich sehr entspannt. Deswegen, also das war wirklich nicht sehr entspannt. Die waren sehr, sehr aufgebracht und fanden das schrecklich. Diese Pointe war am Schluss, als sich die Wogen wieder glätteten, sagte meine Mutter so, na, das, also von dem Geld hättet ihr auch ein paar Nutten kaufen können, hättet ihr wenigstens was davon gehabt. So. Ach, nee, Mama, ich kann das zahlen, ist gar kein Problem, ihr müsst das nicht zahlen. Ja, aber wieso, du hast doch gar kein Geld. Doch, ich habe doch jetzt 3000 Euro eingenommen die letzten Monate von Mama. Das wissen die nicht. Das weiß bis heute niemand. Das ist die Welt, das ist die Weltpremiere. So. Ja. Wow, okay, Musik. Aber wer ruft denn jetzt an? Wer ruft denn jetzt?
Entschuldige, du hast natürlich völlig recht. Ich habe es ja noch gar nicht aufgelöst. Ja. Es gibt auch noch zwei Fragen mehr. Ah. Also es könnte tatsächlich einer dieser Männer sein, denn ich wusste ja immerhin, dass es 2.800 Euro sind. Das könnte dich zumindest nachdenklich machen. Ja, das ist wirklich. Aber wir nehmen als Cliffhanger, dass es noch ein, zwei andere Möglichkeiten gibt. Okay. Bitte bleiben Sie dran, bleiben Sie in der Leitung, denn jetzt kommt die Titelmelodie der Schwarzwaldklinik. Oh Gott, ja. Ja, danke, dass du dir nur zwei Minuten Zeit genommen hast für die Musikliste. Also ich stelle mir das vor in eurem Akademikerhaushalt, Fragezeichen, weiß ich nicht, Wohnzimmer mit einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja, und da lief Schwarzwaldklinik. Und das war für mich als Kind eine ganz wichtige Serie. Die musste ich jeden Samstag sehen. Und ich kann bis heute auch nicht richtig erklären, warum. Und ich finde es auch traurig, weil ich mir immer vorstelle, wie wären Dinge verlaufen, wenn man damals tolle Serien gehabt hätte. Also wenn wir richtig gute Fernsehserien geguckt hätten und nicht schwarzwaldig. Aber dieses Zuckrige hat mich angezogen und ich hing da wie Kinder auf der Kirmes an einem Liebesapfel. Das war einfach süßlich und die Musik hat sich mir damals richtig eingeprägt. Die habe ich heute manchmal noch im Kopf, wenn ich nicht einschlafen kann. Dann kommt manchmal die Schwarzwaldklinik-Musik hoch. Wirklich. Das tut und dann mir weiß so ich, ja, furchtbar. Es ist furchtbar. Aber eigentlich ist es wirklich eine schöne Melodie. Die Hörbarus, die Sendung der tausend Kontraste. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gäste und dementsprechend ist auch die Stimmung, die Temperatur immer ein bisschen anders. Ursula Werner, Samira El-Oasil, Yvonne Katterfeld, Micky Beisenherz, Ina Müller, Jan Plefka, René Polisch, Senta Berger, Jim Rakete, Helge Schneider und heute Christian Ulmen, der, also falls Sie jetzt erst einschalten, ich kann Ihnen nur sagen, hören Sie sich die ganze Show als Podcast an. Wenn es Ihnen nicht gefällt, kriegen Sie das Geld zurück. Das war zum Beispiel eine schwache Pointe, weil niemand muss irgendwas dafür bezahlen. Die Frage ist, von wem? Niemand muss irgendwas bezahlen. Naja, dann zahlen wir ihnen Geld, so könnte man sagen. Wenn es ihnen nicht gefällt, zahlen wir ihnen Geld, obwohl sie nie was investiert haben. Das könnte man tatsächlich anbieten. Mit dir würde ich nie Geschäfte machen. Das ist jetzt die zweite Gewissheit. Man wäre ja immer halt, noch bevor man loslegen würde, hätte man schon kein Kapital mehr. So, also wer wird sich gleich mit einer positiven oder negativen Grußbotschaft bei dir melden? Gott. Könnte es jemand sein, der sich darüber beschwert, dass du ihm mal bei Karstadt zu kleine oder schlechte Laufschuhe verkauft hast? Ja, aber das würde die Person auch nicht wissen. Ich musste wirklich Schuhe verkaufen bei Karstadt, weil ich nach dem Abitur in den Augen meiner Eltern so rumhingen. Und hatte auch zu tun mit diesem Geld, dass diese Partys und so. Also ich habe echt viel Geld verbraucht. Und meine Eltern... Wofür verbraucht? Taxi, bin immer Taxi gefahren. Das kann nicht sein. Doch, weil ich das einfach viel entspannter fand als mit der Bahn. Zu Freunden oder wie? Ja, oder in die Stadt zum Einkaufen. Ich bin einfach Taxi gefahren und hatte wirklich immer kein Geld mehr. Und habe meine Eltern gesagt, ich brauche wieder ein bisschen Geld. Und es war ganz wirklich ich war auch anstrengend in der Zeit. Und dann haben sie mich genötigt, pass auf, jetzt musst du das Geld auch ranholen. Irgendwie. Du musst jetzt was machen, geh Schuhe verkaufen oder so. Weil ich wurde ausgemustert, ich war nicht bei der Bundeswehr und habe auch keinen Zivildienst dann geleistet. Warum nicht? Ich habe meinen Arm gebrochen. Also versehentlich? Ja. Nee, wirklich. Ich kann ihn auch bis heute nicht mehr strecken. Der Ellenbogen ist so kompliziert gebrochen, dass man das operieren musste und so. Und dann musste ich nicht zum Bund und hatte plötzlich, ich hätte den Zivildienst ja auch gemacht, aber wurde ausgemustert. Und hatte ein Jahr Leerlauf und habe im Taxi gefahren. Aber nicht so wie andere Taxifahren, um Geld zu verdienen, sondern du genau. Hast es einfach. Ich war Taxigast in diesem Jahr, Fahrgast. Und dann haben meine Eltern gesagt, jetzt muss die Kohle wieder ran. Und dann habe ich bei Karstadt in der Schuhabteilung gearbeitet. Christian, ich halte es nicht aus, die Vorstellung, was du für ein Sohn bist. Also wie man als Eltern feststellen muss, mit 14 bringt der erwachsene Männer zu Orgasmen. Da fliegt auf, okay, gut, was haben wir falsch gemacht in unserer Erziehung. Und dann guckt man aus dem Fenster und sieht, dass der zu seinen Freunden oder zum Fußballtraining fährt und in ein Taxi steigt. Du könntest du hättest auch damals so ein Philipp Amthor werden können, weißt du, junge Union-Typ, der Taxi fährt mit 16. Ja, es war gar nicht aus so einer, also ich war eher auch so Holzfällerhemd und lange Haare. Ich war gar nicht aus so einem Etepetete-Verhalten. Es steht mir zu, ich fahre mit dem. Es war einfach wirklich pure Faulheit.
Es war einfach pures, Taxi stand einfach näher als die Bahn und so. Okay. Und um das Geld wieder reinzukriegen, musste ich dann Schuhe verkaufen. Und dann kamen immer Kunden und wenn der Hauptverkäufer nicht da war, haben die mich gefragt, ob ich sie beraten könne. Und das war der einzige Spaß, weil ansonsten hast du wirklich 8 Stunden am Tag Schuhkartons sortiert, war dann der Kundenkontakt. Und dann habe ich so einfach mir überlegt, welcher Schuh jetzt gut wäre. Und das hat Spaß gemacht. Aber ich habe natürlich den Schuh verkauft ohne jegliches Wissen. Oh Gott. Hast du das länger durchgehalten als dein Theologiestudium? Ja, Theologiestudium war ja null Tage. Ach, du warst nie in der Uni. Nee, ich war eingeschrieben und 3 Wochen später bin ich zur MTV gegangen. Hm. Und aber diese Schuhverkaufsnummer, die war 2 Monate. Okay, und da hast du, aber bist du da nicht rausgeworfen worden? Ja, weil ich bin mal zum Rauchen auf die Toilette gegangen und das flog auf. Man durfte da nicht rauchen. Und es war auch häufig. Ich habe häufig Pausen gemacht. Mm, du bist auch oft zu spät gekommen, glaube ich. Ja, morgens ging das mal auch ein bisschen Taxi zu spät. Stand im Stau möglicherweise. Ah, ja, okay. Ja, Taxi stand war leer, da musst du alles rufen und da gab es noch keine Apps und so. Ja, und dann bin ich mit den Worten, sie müssen ihre Arbeitsmoral überdenken. Und ich sagte, okay, und ja, aber nicht bei uns. Und dann bin ich gegangen und habe mich echt gefreut. Ja, okay. Und gut, 2 Möglichkeiten gibt es noch. Mhm. Könnte es vielleicht jemand sein, der Shelby Taylor heißt und früher Talentscout bei MTV war? Ja, das könnte sein. Der hatte ja, das war ein unglaublicher Glücksfall. Der hat für MTV Moderatoren gesucht, saß in Hamburg im Hotel Atlantik und wollte BBC gucken und hat auf dieser Liste, auf der Senderliste gesehen, BBC, Kanal 8, aber BBC teilte sich die Frequenz mit dem offenen Kanal. Da habe ich immer so Fernsehsendungen gemacht. Offener Kanal war im Grunde das, was heute YouTube ist, nur im Kabelnetz. Und dann sah der mich und lud mich zum Casting ein. Ein unfassbarer Glücksfall. Und 3 Wochen oder 4 Wochen später war ich dann bei MTV. Du hattest, und das war tatsächlich so, dass du hattest eine Call-In-Show dort, offenbar. Das war mir neu. Ja, es war auch notgedrungen, weil unsere Technik ausfiel. Das war kaputt, ne? Und da habe ich gesagt, dann ruft alle an. Das war ja die Zeit der Call-In-Shows. Da hast du ja auch eine gemacht. Ja. Das war die Zeit, als Call-In-Shows so en vogue waren. Ich denke sowieso, als ich nochmal mich so ein bisschen durch dein Leben gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so irre, dass sich unsere Wege damals offenbar, also gut, du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich, aber hast du bei OK Radio auch gearbeitet? Da habe ich nur die Kindersendung gemacht. Gab es eine Kindersendung? Ja, die hieß die OK Kinder. Oh Gott, ja. Wann lief die denn? Von Ellen Berns und Marina Braun wurde die kenne ich nicht. Co-moderiert. Die lief, oh Gott, wann lief die? Ich glaube sonntags morgens von 9 bis 10 in oder der so. Spaldingstraße. In der Spaldingstraße 218, weiter. Dann waren wir Kollegen. Ja, waren wir Kollegen. Aber das war ja, ich war früher da. Also da war OK Radio auch noch nicht so richtig cool. OK Radio wurde dann ja richtig, also der angesagte Sender der Stadt. Ne? Das war ja Mitte der 90er, glaube ich dann, ne? Als die so richtig durchgestartet sind. Ja, ich kann so Jahreszahlen wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ja, tatsächlich war so Ende war das der 80er so, da. Also, ja, Herbert Schalthoff. Olli Geissen hat damals tatsächlich, war auch Volontär, als ich da als Praktikantin angefangen habe. Ja, aus Steven dem Gätchen ist ja richtig auch. Steven Gätchen, dann Gerd Bischoff, kennst du den noch? Ja, der klar, Gerd Bischoff. Alles über Musik wusste. Ja, dann gab es Tommy Yamaoka. Ja, stimmt. Der hatte jetzt, glaube ich, eine Werbeagentur irgendwo. Ja. Na, interessant. Gut. Ja, aus dir ist was geworden. Und wir hören uns jetzt mal die nächste Musik an. Also der ist es nicht. Der Talentscout ist es nicht. Shelby Taylor ist nicht, ja. Nein. Du hast mitgebracht The Prodigy. Was verbindest du damit? Ich glaube, Breathe. The Prodigy habe ich getroffen auf dem... Also ich kam mir dann zu MTV und war ja überhaupt nicht geistig, überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte meine erste eigene Wohnung dort. Ich wusste nicht, wie man Wäsche wäscht. Noch in Hamburg? Nee, eben nicht. In Hamburg habe ich mit meinen Eltern gewohnt. Als ich zu MTV ging, war ich ja 18. Und dann zog ich dahin nach London, in meine erste eigene Wohnung in London, mit einer Waschmaschine, wo ich nicht wusste, wie man die bedient. Ich konnte wirklich gar nichts. Und vor allen Dingen, die drehen sich ja andersrum dann. Heute die 80er Pointen. Ich war wahnsinnig irritiert. Linksdrehende Waschmaschinen. Und dann war ich plötzlich bei MTV und auf einmal stehen neben dir Carol und Lillipelli. Es gab so Sammelmaskenräume. Hattest du die vorher gekannt? Waren das deine Stars? Ja, absolut. Ich habe jeden Tag MTV, lief ja aber dauernd immer, ne, bei uns, in unserer Generation. Als du Schule kamst, statt Radio, MTV. Und auf einmal stehen die neben dir und du sollst dich neben denen schminken und bist
Kollege. Das hat, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das wirklich begriffen hatte. Wie lange hast du denn gebraucht, um so gut Englisch zu sprechen? Oder hattest du das irgendwie drauf? Nee, ich habe es dann einfach kultiviert, dass ich kein gutes Englisch spreche. Ich habe einfach bewusst an mein Schulenglisch gesprochen. Und das hat auch funktioniert. Das haben ehrlich gesagt aber die anderen Moderatoren auch. Also Enrico aus Spanien sprach noch schlechter Englisch. Das war mehr Spanisch als Englisch. Und das war so toll, weil das war allen egal da. Aha. Es gab nicht dieses wie sprichst du Englisch? Das Feedback gab es oft aus Deutschland, dass Zuschauer sagten, der spricht ja ganz schlecht. In London war es wurscht. Da hat jeder so geredet, wie Hauptsache du hast dich irgendwie... Wie ihm der Schnabel gewachsen genau, ist. Das so. War, ja. Und jetzt hören wir The Prodigy. Zu Gast ist heute das Multitalent Christian Ulmen. Und diese erste Hälfte der Hörbar ist sowohl als Radiosendung als auch als Podcast fast rum. Aber wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, wer könnte Christian eine positive oder negative Grußbotschaft gleich geschickt haben, die wir uns gleich anhören. Er muss weiterraten. vielleicht könnte es auch einfach nur deine Zahnarztpraxis sein, die dich an den Prophylaxetermin erinnert. Ja, das das ist am wahrscheinlichsten. Wann warst du das letzte Mal da? Ich glaube vor einem Jahr. Von einem Jahr schon. Oh Gott, ja, die sagen, es ist ein bisschen länger her als ein Jahr. Hups, jetzt habe ich mich verraten. Nein. Also lässt du dein Zahnfleisch betäuben? Bist du sehr schmerzempfindlich bei der Prophylaxe? Nein. Gibt es Leute, die sich für die Prophylaxe das Zahnfleisch betäuben? Naja, du kriegst das halt einfach nicht, weil du ein einfacher Patient bist und auch nicht besonders behandelt wirst. Doch. Ja. Aber wärst du der Liebling der Prophylaxe? Leute, dann würde man dir möglicherweise so eine leicht betäubende Salbe aufs Zahnfleisch schmieren. Vielleicht. Nee, das haben die nie gemacht. Ehrlich gesagt, ich mag aber dieses leichte Zwiebeln. Also wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt was rausgeholt worden. Ich mag, wenn man das spürt. Wirklich? Ja, auch wenn es so ein bisschen nachhallt. Das ist so ein leichter Schmerz, der im Laufe des Tages nach der Prophylaxe so ausblendet. So lange bleibt der? Mhm, ja. Ach, du kennst es gar nicht, weil sie dir immer das Zeug darauf schmieren? Nee, gar nicht. Aber ich habe mir einmal in meinem Leben die Zähne bleachen lassen. Ja. Und das ist für mich, das war völliger Quatsch, weil tagelang kein Kaffee trinken und damals habe ich auch noch geraucht. Das war irgendwie bescheuert. Und da habe ich gemerkt, dass das so nachhallt. Und ich meine, diese Zahnhalsschmerzen, die finde ich schon nicht ohne. Also so dieses... Das hältst du gerne aus. Also Zahnhalsschmerzen sind, glaube ich, noch mal schlimmer, aber die drücken dir das Zahnfleisch so runter, um den Zahnstein wegzuhauen. Dabei das zwiebelt so ein bisschen. Und das findest du die Vorstellung, dass es auch so, dass man auch so sagt, Zahnfleischtasche, ist das nicht auch ein Wort, Tasche, wo man so denkt, ja Tasche, Laschen. Ich habe da was aus der Tasche geholt. Ja, ich mag die Vorstellung, dass meine Taschen sauber sind und dass da nichts mehr ist. Und ich spüre das auch gerne, dass da gearbeitet wurde. Und ich weiß so, das hat sich gelohnt heute. Das fühlt sich sauber an. Naja, gut. Okay, also du bist schmerzempfindlich. Schon. Aber nicht unempfänglich, wenn man so will. Ja, ich habe zusätzlich auch noch große Angst vor Betäubung. Da meine ich aber hauptsächlich Narkose. Ich habe zum Beispiel meine Magenspiegelung gemacht, ohne Narkose. Oh Gott, bist du verrückt? Da reden wir gleich drüber. Das kann ich nicht schon wieder mit offenem Mikrofon machen, weil die Menschen denken, dass ich mit der Propofol-Industrie zusammenarbeite. Ach so. Was ich mir übrigens wünschen würde, falls da draußen jemand ist, ein Vertreter für Propofol, melden Sie sich gerne bei mir. Ich habe solche Angst vor Propofol. Das nehme ich dir. Das nehme ich dir wirklich. Es ist das Schönste. Du wirst anschließend sagen, Bettina, hättest du mir nie davon erzählt. Ich sag dir, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst davor, dass ich ausfallend werde. Es gibt Berichte von Menschen, die, wenn sie es bekommen, dass sie dann so kurz noch bevor sie einschlafen, Leute bleiben. Nein. Und viel noch schlimmer, sexuell erregt. Es gibt Menschen, die das Propofol, die dann so geil werden. Das fände ich wahnsinnig unangenehm. Weißt du was? Das wird dir wahrscheinlich Fari erzählt haben. Nein. Doch, und er hat sich totgelacht, dass du das glaubst. Du hast ja auch eben geglaubt, dass ich einen Militärwelpen habe. Das stimmt. Du glaubst Dinge zu schnell. Aber das habe ich wirklich gelesen. In einem Artikel, der recherchiert war, seriös, dass Menschen unter Propofol, kurz bevor sie wegdriften, plötzlich
aber plötzlich erregt werden und so den Arzt oder die Ärztin, wer immer da ist, so anfassen wollen und dann, das wäre mir zu nah. Also ich will dir mal ganz kurz sagen, was das Negative an Propofol ist, dass es zu schnell geht. Echt? Wenn du in der Zeit eine Erektion kriegst und es noch schaffst, deine Hand auszustrecken, dann bist du tatsächlich sowas wie ein medizinisches Wunder. Okay. Denn das Doofe ist, und das, da gebe ich dir Brief und Siegel, es dauert leider nur 2-3 Sekunden, das schönste Gefühl der Welt, und dann bist du weg. Ist das so schnell? Dann verwechsel ich das vielleicht mit Dornicum. Kann das sein, dass dieses andere Mittel, das dich sediert? Ich dachte, dass das ein Begriff ist, Dormicum, so für Mittel, die schläfrig machen. Können wir ja mal googeln, wir googeln das anschließend. Wir googeln das so. Wir hören jetzt die Black Crowes mit Remedy. Ja, und das einfach steht ja wahrscheinlich auch für irgendwas, oder nicht? In erster Linie für sich, aber mein erster Rocksong. Und bis heute finde ich einer der besten, wenn nicht der beste Rocksong, den es gibt. Radio 1. Hörbar Brust. Zu Gast ist heute der Schauspieler, Produzent, Regisseur. Mensch. Aber immer auch Mensch, immer Mensch geblieben. Ja. Und immer auch ein bisschen Kind geblieben, oder? Das muss man sich bewahren. Seid wie die Kinder und euch ist das Himmelsreich. Oh, ja. Gänsehaut. Wirklich schön. Touching, ja. Aber was sagst du denn? Also ich weiß, dass ihr das als Wandtattoo habt. Also sowas in dieses, neben diesem Live, Love, Love, Love. Ja, love. Ja, Carpe Diem. Im Gästezimmer, das Carpe Diem. Carpe Diem im Gästezimmer und dann Berlin. Ach, einfach im so Flur jetzt so neu. Habt ihr das gemacht? Neu? Mit dem Skyline Fernsehturm? Fernsehturm, Skyline. Mhm. Und steht auch so Berlin in so einem Sprayer. Nun hast du, trägst du gerade ein ja, hab gerade auch gedacht. Sweatshirt mit Berlin. Genau. Ja. Gut, okay. Ich hab's überall. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wandtattoos, Floskeln, nutze die Zeit. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Aber eigentlich ist es längst passé, sich über Wandtattoos lustig zu machen, oder? Weil das inzwischen selbst sogar die Leute tun, die bis vor kurzem noch eins hatten. Ist das? Ich glaube, der Zug ist abgefahren, this train. Sind wir zu spät damit, ja? Wir sind zu spät damit. Ich bin mit so Einrichtungssachen so unglaublich frigide. Ich habe da kein Gefühl für. Frigide? Sagt man das? Nee, ne? Das ist nicht schön. Das ist komplett falsch. Es ist neu, es ist anders halt. Ja, ich komme da nicht in Stimmung. Ich kann auch mit Bilder aufhängen. Ich wüsste nicht, ich bewundere immer, wenn Leute Bilder aufhängen, weil ich selber nicht weiß, was ich an die Wand hängen soll. Unsere Wände sind wirklich weiß. Und ich meine, Colleen, ich tue jetzt so, als ob wir so familiar wären, sind wir nicht. Aber sie war immerhin vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, in der Sendung. Mhm. Anlass war ihre hervorragende Reportage, zwei Teile, No More Boys and Girls. Ja. Die ist wirklich toll und die taucht immer mal wieder in einem der öffentlich-rechtlichen Sender auf. Also falls Sie die noch nicht kennen, dann geben Sie die mal in Ihre Suchmaschine ein und gucken Sie sich die unbedingt an. Ich habe da ganz viel gelernt und viel gestaunt. Hat sie gut gemacht. Ja. Aber ist die nicht jemand, der so ein bisschen dann gerne ist ein bisschen netter herrichtet? Ja. Also alles was, wenn was hängt, hängt es von ihr. Aber auch sie ist halt, macht halt auch viel Zeug. Ne? Die ist dann viel zu Dreharbeiten weg und so. Und zu Hause ist eher so ein Durchlauf, so ein Durchlaufort. Habt ihr denn eure Umzugskisten ausgepackt? Alle? Inzwischen ja. Wir wohnen da schon einige Jahre, aber da standen wirklich noch bestimmt Jahre so Sachen in Kartons rum. Das ist ungemütlich, aber es gibt so Ecken, die man sich einrichtet. Ja. Was ist dir denn wichtig in einem Zuhause? Dass du deine Ruhe hast, dass du einen guten Blick hast? Nee, Ruhe ist mir sehr wichtig. Wirklich, ich habe einen schalldichten Raum in mir gebaut. Glaube ich dir nicht. Das ist wirklich wahr. Ich habe hab keinen Militärwelpe zu Hause, aber ich habe wirklich einen schalldichten Raum. Das muss man kurz erklären. Die Familie Ulmen hat, Ulmen Fernandes. Ja, Familie Ulmen. Ich finde eigentlich richtig, dass das die Familie Ulmen ist. Du junger weißer Mann, du. ihr habt einen Hund jetzt auch und deswegen bist du auch sehr freundlich mit meinem umgegangen und hast den genau beobachtet und so weiter. Und dann haben wir so über Hunde gesprochen.
Und dann hast du die Frage gestellt, ob können ich die irgendwann was? Also sind die immer so, wie ist ja wahnsinnig anstrengend mit so einem, das war auch nicht meine Idee, aber man muss die erziehen, das hört ja nicht auf. Ist ja nicht so, dass man, so dachte ich, dass man erzieht die, oder noch besser, ich dachte, man gibt die irgendwo hin und dann werden die erzogen, dann kommen die zurück und können alles, sondern dieser Erziehungsprozess, der hört ja gar nicht auf. Man muss ja immer wieder den Tieren alles beibringen. Nein, das stimmt nicht, nein. Okay, aber es wirkt momentan wie eine unendliche Geschichte. Der ist 9 Monate alt, das ist ein kluges Tier und das wird schon, wenn du es nicht brichst und versaust. Ja, eben, das ist das Konsequenz, ist tatsächlich so, und es hört sich sehr preußisch und sehr unsympathisch an, aber tatsächlich ist Konsequenz. So, und dann sagtest du... Kann der schon alles und so, und dann sagtest du... Na klar, der konnte schon sehr früh alles, das ist ein Militärwelpe. Und dann hast du so ganz toll geguckt, so nach dem Motto, echt, gibt es Militärwelpen? Ja. So klar, man, den hätte ich aber auch gerne, so ein Militärwelpen. Ja, ich hab das geglaubt, weil ich wirklich leichtgläubig bin. Und das Wort sagen, gibt es nicht mal. Leichtgläubig? Nein, Militärwelpe. Aber irgendwo müssen doch diese Tiere auch ihre jungen Jahre verbringen, die beim Militär genutzt werden, um Sprengstoff aufzustöbern. Also kann ich mir schon vorstellen. Dann würde man aber, glaube ich, sagen, das ist ein Hund, der dann später fürs Militär gearbeitet. Wenn die nicht auch gezüchtet beim Militär und dann... So könntest du es mir erklären, wenn wir zusammen Scrabble spielen würden und du hättest Militärwelpe auf den dreifachen Wortwert gelegt und ich würde sagen, okay, erzähl mir, beweis mir die Geschichte. Und dann würdest du genau sowas sagen und ich würde sagen, das ist totaler Quatsch. Ich bin mir sicher, dass es Soldaten gibt, die Tiere züchten müssen. Oh nein, darüber macht man keine Scherze. Das musst du unbedingt. Haben wir nicht gemacht, wir haben keinen Scherz darüber gemacht. Siehst du, du bist. Das wirft man im Lachen oft vor, das Lachen immer bedeutet fröhlich und happy. Aber Lachen kann auch Ausdruck von Scham sein, von Traurigkeit, Not. Und damit sind wir mitten im Thema, weil sonst würde ja auch sowas wie Jerks gar nicht existieren können. Und eigentlich auch, seien wir mal ganz ehrlich, viele der Sachen, die du gemacht hast, die oft auf Scham und schlechtem Gewissen, Peinlichkeit und Lüge basieren. aber man muss meistens, also man muss zu 85% lachen, auch wenn man nicht schadenfroh ist. Genau. Und das ist, ich meine, das Ganze, ich glaube das wirklich, dass wir dem Lachen Unrecht tun und auch dieses, oh, darüber darf man keine Witze machen. Lachen bedeutet nicht immer ein arrogantes, überhebliches über den Dingen stehen und herunterlachen, sondern Lachen kann oft auch Ausdruck von Hilflosigkeit sein, von Scham. Oder auch von dem Bewusstsein dafür, dass es jetzt gerade um ein Thema geht, das sehr ernst ist. Menschen lachen auf Beerdigungen. So, ne? Das Lachen ist nicht immer Bierzelt und eine Pointe von Mario Barth. Da tun wir dem Lachen oft Unrecht. Ja, die Frage ist, inwieweit hat sich das verschoben durch soziale Medien? Und ich will jetzt auch nicht in jeder Sendung darüber sprechen, aber ich spüre, dass dieses Thema immer mal wieder... in unterschiedlichste Bereiche oder Einfluss auf unterschiedlichste Lebensbereiche hat, denn gerade mit einer Serie wie Jerks, kann ich mir vorstellen, bekommt ihr regelmäßig Post, um es mal so zu nennen. Ja, ehrlicherweise gar nicht so oft, wie man denkt, wie ich auch dachte. Ich dachte auch, als wir die erste Staffel so vorbereitet hatten, das würde Ärger geben, aber ganz selten, ehrlich gesagt. Es gibt ganz selten diese Reaktion, was mich echt auch verblüfft. Aber es scheint so, dass Jerks so gelesen wird, als das könnte mir auch passieren. Und auch als, das ist nicht das überhebliche Böse über andere Witze machen, sondern das sind zwei Typen und denen widerfährt ständig Bullshit, weil sie so verklemmt sind und oft auch ihre eigene Moral nicht umsetzen können. Naja, und weil sie das sagen, was eigentlich sonst in Kladde gedacht wird. Ne? Ja. Also das ist, ich sag dir das jetzt nicht, um dir Honig ums Maul zu schmieren, weil du gehörst wirklich zu den höflichsten und dezentesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das bist du. Also du bist für mich auch zum Beispiel überhaupt kein Zyniker. Ne? Das kann man natürlich werden in diesem Business. Das kann man auch werden, wenn man mit Humor zu tun hat und wenn man Sachen verkaufen muss, wenn es um Quote geht und wenn man dann eben auch mit Leuten zu tun hat, denen man sie verkaufen muss. Also da nicht zum Zyniker zu werden, ist eine hohe Kunst. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich an, ich habe Jerks, ich glaube, die zweite Staffel mit meinem Patenkind gesehen, das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 14 war oder so. Naja, und da war,
wenn ich sage in Klade gedacht, das sind natürlich all die Minenfelder, ob es sich nun um eine Frau drehte, die im Rollstuhl saß oder jemand, der schwanger ist und ein Kind auf natürlichem Wege kriegen möchte und der Freund sagt dann aber in dem Fall Fari, nein, sie hat so eine schöne Scheide und die soll nicht größer werden und dann erfindet er irgend so eine Geschichte und plötzlich geht es um ein totes Kind und es sind ja so Sachen, wo man sagt, ach ja, aber komm, das darf man doch eigentlich nicht und es ist trotzdem gut, dass ihr das macht, aber es wundert mich, dass in Zeiten des Aufregens und des sich Empörens da offenbar nicht so eine Welle auf euch. Wundert mich ehrlich gesagt auch. Ich rechne auch immer wieder damit. Wir hatten einmal einen Fall, da ging es um, also in der Geschichte bandeln Fari und Christian mit zwei jungen Frauen an, wovon die eine einen künstlichen Darmausgang hat, so einen Stürmerbrücken trägt. Und es endet, eine lange Geschichte, am Schluss endet es jedenfalls damit, dass ich sage immer Christian, weil wir in Drehbuchbesprechungen immer nicht ich und so langsam, wir reden immer über die Figuren, Fari und Christian. Jedenfalls meine Figur, also ich, reiß die mit in den Pool und dann geht dieser Sturmerbeutel auf und der Pool ist voller Kot. Und das ist eine Situation oder eine Szene, die wir recht ernsthaft inszeniert haben, macht sich in dem Moment nicht lustig, das ist wirklich für alle Beteiligten hochgradig schmerzhaft, richtig unangenehm. Mhm. Gleichwohl muss man lachen. Und das meine ich mit diesem Lachen als Übersprungshandlung oder als, ich glaube sogar, dass das eine Spontanmedikation des Körpers ist. So eine Hygienefunktion fast? Ja, oder? Ja, auch um sich so ein bisschen wie Propofol, um den Schmerz zu betäuben. Also dass du kurz lachst, anstatt zu heulen, weil es einfach erträglicher ist. So, das glaube ich, ist Lachen ganz oft, dass man über Schmerz kurz sich wegbetäubt durch Lachen. Und ich glaube auch, dass das in dieser Szene so ist. Ich glaube, also ganz, ganz sicher ist ja Lachen vieles. Und du siehst ja auch, wenn Menschen zusammenkommen und da ist jemand unsicher und unterwirft sich möglicherweise einem neuen Gesprächspartner oder so, passiert das ja auch, indem er so Sachen so weglacht oder über, genau. Ja. Das mir passiert, das wusste ich gar nicht. Und, oder zu schnell über die Witze anderer oder die... Ja. Es ist ja auch, also Lachen reguliert ja auch manchmal so ein soziales Standing, wie auch immer. Also Lachen ist ganz Unsicherheit, viel. Aber jetzt, wo du dieses Beispiel jetzt genannt hast, muss ich auch nochmal sagen, es ist schon eine, vielleicht wird es euch nicht gedankt, aber ich finde es schon großartig, dass genau diese Themen Niederschlag finden in einer Serie, in der es um Humor geht, aber eben nicht darum, dass die Menschen, die da vermeintliche Defizite haben oder wie auch immer, klein gemacht oder ausgelacht werden. Ja, das empfinde ich auch so. Trotzdem aber gab es da eine Reaktion, die ich auch total verständlich kann, von einer Frau, die Vorsitzende eines Vereins ist. Ich glaube, Beuteltiere e.V. nennt sich der Verein. Immerhin die auch selbstironisch. Ja, total. Ja. Und ein Sturmerbeutel trägt und die sagte, ey, das hat uns, also sie hat über sich und die Menschen in dem Verein gesprochen, hat uns total verletzt. Wir arbeiten seit Jahren daran, dass dieses Klischee vom im Wasser aufplatzenden Stomabeutel verschwindet, weil wir teilweise Schwierigkeiten haben, in die Badeanstalt zu kommen. Weil die Leute immer denken, wenn ihr schwimmen geht, ist ja gleich alles voller Scheiße. Ja. Und das ist aber nicht so. Die Dinger sind wasserdicht und das passiert in einem von 100 Fällen, dass so ein Teil tatsächlich mal aufgehen könnte. Es gibt dann aber auch andere Beutel, das war dann sozusagen sehr viel später meine Rechtfertigung der Geschichte, wir erzählen halt diesen einen Fall, also wir erzählen diesen 1% und dass sie sich aber darüber ärgert, dass wir dieses Klischee damit beflügeln und bestätigen, kann ich auch absolut verstehen. Ja, kann ich auch verstehen, kann man sofort, so wie du es erklärst. Und bin dann auch ins Gespräch mit denen und habe dann auch über den Verein öffentlich geredet, weil ich das dann auch wichtig fand, diese Seite zu zeigen, aber ich würde nie so weit gehen, in unserer Kunst, dieser Humorkunst, mich im Vorfeld zu beschneiden, aus Angst vor solchen Reaktionen. Ja. Die passieren dann und dann muss man auf anderer Ebene damit umgehen. Und aber toll, dass du das kannst, weil das können, das machen nicht besonders viele Leute. Also bei vielen ist einfach schon dieses, entweder so eine im Voraus einen Gehorsam, so eine Zensur, eine Vorsicht auch, wenn man Angst hat vor den Reaktionen, die heftig ausfallen könnten. Ja. Es ist bewundernswert, dass du dir das irgendwie erhalten konntest. Wir hören jetzt Portishead, Rhodes, und das steht für deine Zeit in London, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Über den Abschied. Es war der Abschied. Ich war sehr traurig, als wir aus London wegziehen mussten, weil MTV ja in die Regionen ging. Es war ja damals aus London für ganz Europa. Und dann, dann gab es irgendwann wieder MTV Italien, MTV Deutschland, um die Bands aus den Ländern stärker spielen zu können, häufiger, also die promoten zu können. Und das war traurig.
da wieder wegzuziehen aus London. Und in der Zeit lief sehr viel Portishead und besonders dieses Stück erinnert mich an den Abschied. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Christian Ulmen. Wie ist das denn gewesen als jemand, der tatsächlich ja offenbar, ich will jetzt nicht sagen orientierungslos, weil du wusstest schon ziemlich früh, dass du sowas werden willst wie Reporter oder Kameramann oder Nachrichtensprecher oder so. Ne? Das waren, glaube ich, so deine die Sachen, die du angepeilt hast. Und du hast es ja auch ernsthaft betrieben. Du hast vorhin erzählt, diese Reportagen, die du so im Stern-TV-Stil oder Spiegel-TV-Reportagen-Stil gemacht hast, die du ja sehr ernst genommen hast, die aber andere für Persiflagen hielten. Ja, das war ähnlich wie mit den Segelohren, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, aber bevor... Wenn du misst, also wir haben diese Reportagen gemacht, auch gegen Atomkraft und so. Und Leute haben darüber gelacht, weil sie dachten, wir machen uns lustig über Ökos oder wir machen uns lustig über Stern-TV. Und wieso? Haben die das gedacht? Habt ihr komische Sachen gesagt? Nee, oder? Wir haben es sehr ernst gemacht, aber wir waren natürlich noch nicht im Stimmbruch, hatten hohe Stimmen und waren kleine Männchen mit Brille, die Autofahrer anhielten und sagen, wieso fahren sie hier so schnell? Das hatte automatisch was wahnsinnig Komisches natürlich. Also man spürte dieses Bemühen, da wollen will so ein Dreikäse hoch einen auf Reporter machen. Das war lustig. Und mir gefiel aber, dass die lachten. Ich fühlte mich nicht ausgelacht oder so, sondern dachte, das ist doch auch okay. Und dann haben wir, die nächste Sendung war dann eine Comedy-Sendung. Also dann haben wir so gesagt, kultiviert. Wenn wir es für Satire hielten, lass uns anstatt die umzuerziehen, ihn zu erzählen, wenn man das ernst, dann machen wir gleich weiter so. Und dabei bist du geblieben. Und dabei bin ich hängen geblieben. Ja, das ist doch toll. aber trotzdem stelle ich mir jetzt vor, du hast ja gesagt, dass du nicht so genau wusstest, was du machst nach dem Abitur. Da gab es irgendwie eine Zeit Leerlauf, da gab es dieses völlig sinnlose Einschreiben fürs Studium Theologie und nicht genau wissen. Und dann durch so einen Zufall kommt es, man sagt Zufall oder vielleicht war es auch Bestimmung, who knows, du wirst entdeckt, dann auch noch MTV, also wirklich das, was jeder in diesem Alter richtig gut fand und wollte. Und plötzlich bist du aus diesem, ja keine Ahnung, wirst du katapultiert auch noch in die heißeste Stadt Europas, möglicherweise. Auf jeden Fall in eine Stadt, in der man nicht einfach so kurz leben kann und da sofort eine Infrastruktur hat, sondern die total teuer ist auch. Also es muss ja ein komplett anderes Leben für dich gewesen sein. Du hast wahrscheinlich auch gleich einigermaßen gut verdient, ging um der Taxi so. Nee. Ja, also Taxi war toll. In London hatten wir alle MTV-Moderatoren bekamen Taxigutscheine. Oh. Und dann rief man wirklich, man hat so 100 Gutscheine bekommen, mit denen zahlte man im Taxi. Und insofern musste ich mich da nicht umstellen. Bin auch da nicht U-Bahn gefahren. Aber ich habe dieses Herumirren und Irrlichtern, das war eigentlich nur im Auge meiner Eltern. Ich selber habe eigentlich die ganze Zeit sehr naiv immer gedacht, natürlich komme ich zum Fernsehen irgendwann. Mhm. Und habe auch in dieser Sumpfzeit immer wieder offene Kanalzeug gemacht und so. Aber ich war echt so naiv zu glauben, natürlich mache ich das irgendwann. Ich habe nie gezweifelt, dass... kam erst so später, also als ich dann schon längst bei MTV war, ich irgendwann mal dachte, was eigentlich, wenn das mal irgendwann aufhört und so, dass er nie irgendwas gelernt und so. Aber ich hatte, glaube ich, bis ich so Mitte, Ende 20 war, nie in Zweifel, dass das alles so genauso wird, wie ich es mir vorstelle. Und dann kam es ja auch immer so durch Zufall, Bestimmung oder was auch immer. Und wie hast du es geschafft, dass es dein Selbstbewusstsein
nicht, wie soll ich sagen, nicht so künstlich aufgeblasen hat. Bei dir wirkt das so, dass du wirkst schon auch wie jemand mit noch ganz normalen Selbstzweifeln und Unsicherheiten. Aber letztendlich ist der Weg, den du gegangen bist, wenn man ihn sich so anschaut, das haben wir auch in der Anmod so gesagt, wirklich ziemlich imposant und Erfolg. Und du könntest schon irgendwie ein bisschen eitler oder selbstgefälliger sein. Was denkst du, was hat dich davor bewahrt, dass du da nicht weggeflogen bist? Ich glaube, ich bin auch mal kurz weggeflogen. Ja. Und dann wieder irgendwann da runtergekommen. Also am Anfang, wenn du bei MTV neben Carolyn Lillipelli und Toby Amos und all diesen Figuren stehst, dann musst du schon eine richtige Ego-Sau sein, um dann zu denken, boah, jetzt bin ich hier, dann hast du natürlich Schiss, also mithalten zu können. Kann ich das auch? Und bin ich wirklich es wert, jetzt hier neben denen zu stehen und so? Das hat ganz lang gedauert, bis ich so ein Selbstbewusstsein da entwickelt habe. Und dann gab es so eine Phase MTV in Hamburg, wo ich es kurz mal hatte. Und dann erinnere ich mich an ein Erlebnis, da hat Stefan Niggemeier mal, der bekannte Medienjournalist Stefan Niggemeier, der immer sehr wohlgesonnen war dem Zeug, das ich so machte. Und der hat mal so einen ganz krassen Verriss geschrieben. Ah. Von einer neuen Sendung, die ich dann mache. Das war irgendwie 2000 oder so. Und da war ich so eitel beleidigt. Ich hatte am nächsten Tag, nachdem sein Verriss erschien, zufälligerweise einen Interviewtermin mit ihm. Er wollte mich für irgendwas anderes interviewen und ich bin einfach nicht zu diesem Termin gegangen. Nee, er wollte mich besuchen in der Redaktion bei MTV und kurz vor seinem Besuch bin ich gegangen. Und dann kam er da an und ich war nicht da, weil er hat mich ja vorher verrissen und so. Und dann habe ich mich selber aber so geschämt für diese eitle Reaktion auf die Kritik, weil ich dachte, mache in meiner Sendung auch ständig Witze und so, ne? Da gibt es auch Leute, die beleidigt sind. Und jetzt bist du, weil einer mal schreibt, die Sendung war scheiße. Und vor allen Dingen aber auch er, von dem man weiß, dass der, also ich will nicht sagen, dass er sich nicht auch täuschen kann und dass der nicht auch subjektiv so, aber er ist schon jemand, der ein sehr gutes Gespür hat und dem man anmerkt, dass er lieber was Positives sagen würde. Ne? Gerade wo du sagst, er war dir immer wohlgesonnen. Ja. Und das trifft natürlich dann umso mehr, wenn das so trifft. Jemand dann plötzlich einem so vielleicht auch den Spiegel vorhält und sagt, Und ich fand mich aber so scheiße in der Reaktion. Mhm. Und da dachte ich so, okay, jetzt fängst du an und wirst so ein eitler Typ, der, wenn man ihm mal sagt, ist nicht gut, dann wegläuft und so beleidigt ist und so. Nicht dahin gehen. Und das fand ich so unangenehm von mir selber, dass ich glaube, dass mir das irgendwie half, zu sagen, okay, mach es nicht. Und dann gibt es so einen tollen Satz von Sven Regner über den Umgang mit Kritik. Das ist eigentlich wahnsinnig simpel, aber man muss es erstmal so auf den Punkt bringen. Ärgere dich nicht über schlechte Kritiken, aber freu dich auch nicht über gute. Also du bist der Welt nicht schuldig, sie dir aber auch nicht. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe fortan auch gute Kritiken. Ich bin auch niemand, der auf Instagram eine gute Kritik postet. Ne? Machen ja auch viele. Sagen, wow, danke FAZ. Und dann einfach, um mich davor zu schützen, dass ich mich über eine schlechte ärgere. Ich habe echt lange das dann auch so trainiert, das weder im Guten noch im Schlechten an mich ranzulassen. Okay. Und das hilft echt. Du hast Guns N' Roses mitgebracht. Ja. Night Train. Wieso lachst du? Ja, weil das ist so lustig. Ich habe meinen Sohn mal mit auf ein Guns N' Roses Konzert genommen vor 4 Jahren oder so. Und ich dachte, weil die so spielten, und ich war früher als Teenager wahnsinnig fanatischer Guns N' Roses Fan und nahm den so mit, um zu zeigen, guck mal, das hat dein Vater früher gehört. Und ich ging davon aus, dass wir wahrscheinlich nach den ersten 4, 5 Stücken gehen werden. So. Und dann blieb der aber da, und die spielen ja immer 3,5 Stunden. Und er blieb vom ersten bis, er hatte noch nie vorher von denen gehört. Und das sind ja inzwischen auch alte, relativ aufgedunsene Männer, die da oben stehen. Und er war so beseelt und fasziniert, dass er sich 2 Tage nach dem Konzert eine Gitarre kaufte und jetzt dauernd Guns N' Roses spielt und so. Ohne, dass ich ihn dazu gedrängt hätte. Und das ist einerseits so rührend, weil das ist, was ich früher auch gemacht habe, diese Songs versucht irgendwie nachzuspielen, und andererseits so absurd, weil er damit so aus der Zeit gefallen ist. Niemand in seinem Alter hört Guns N' Roses, aber er ist da so reingestiegen. Du hast die ja sehr, sehr lange sehr gerne gehabt oder gerne gehört. Dann gab es mit 15 ungefähr, hast du ein Interview gelesen. Ja. Von Axel oder Slash war das, ja. Slash, okay. Oh Gott, ja, das hat mich total befremdet. Obwohl ich Telefonsex beruflich zu der Zeit gemacht habe, hat mich total befremdet, wie er erzählte, dass er eine Frau beschläft von hinten und sich dabei im Spiegel anguckt. Und das fand ich so, das will ich nicht wissen. Und da war das kurz für mich so ein kurzes, ganzenloses Detox. Ich dachte,
Ja. Ja, aber gut, inzwischen macht man das selbst. Inzwischen kennt man das, man weiß, man hat selbst verspiegelte Schlafzimmer, man weiß, wie das ist, wenn man, oder? Ja, aber interessant, ja. Wir hätten da noch was. Wir müssen ja jetzt auch auflösen. Also, es ist nicht Slash, der dir irgendwelche, auch nicht Axl Rose, der. Aber wir haben ein paar Gedanken und Grüße. Und es ist, na, vielleicht findest du es ja selbst heraus. Lieber Christian, hier ist Stuck. Es ist ja gar keine Frage, ob du ein Lied von Guns N' Roses hier heute spielen willst. Die Frage ist nur, welches? Ich erinnere mich sehr, sehr gut an das erste Mal, dass wir beiden zusammen ausgegangen sind nachts. Das war 1998 im Herbst auf der Reeperbahn. Und ich war zu Gast gewesen mit meinem ersten Buch bei dir in der Sendung MTV Alarm. Und danach sind wir saufen gegangen und waren auch auf der Reeperbahn in diesem einen, in dieser Spielhölle da, in der es einen ganzen Roses Flipper gibt. Der spielt die ganze Zeit unheimlich laut ballerndes Guns N' Roses. Das also, und weil du mir erzählt hast, dass du vor gar nicht mal so langer Zeit sogar noch die Reste von Guns N' Roses dir angeschaut hast, bei einem Konzert in Amerika sogar. Ist das also die Frage, welches Lied? Für mich sind alle okay. Ja, viel Liebe und wir sehen uns vor der Apotheke am Zoo. Ja. Ach, das musst du auch. Das musst du natürlich auflösen. Ja, wir haben uns Heiligabend in der Apotheke am Bahnhof Zoo getroffen. Warum? Ich hatte, also mein Sohn hatte Durchfall und ich musste was holen. Ach so, nicht geplant, sondern nicht geplant. Zufällig. Ich stehe in der Apotheke und hole ein Durchfallmittel und Stucki klopft hinten. Und wir haben uns bestimmt 2-3 Jahre vorher nicht gesehen. Und haben uns dann vor der Apotheke getroffen und einfach in 3 Minuten wieder auf den Stand gebracht. So in etwa das auch, Benjamin von Stuckrad-Barre, falls Sie es nicht gehört haben, ihr seid schon sehr lange Freunde, ihr habt auch mal zusammengearbeitet, du hast seine Late Night produziert und seine Home Story. Und er hat sowas in der Art gesagt, als ich ihm eine Nachricht schickte und fragte, das mache ich manchmal, wenn ich merke in der Recherche, da kenne ich jemanden, der mit dem oder der Person zusammengearbeitet hat und dann versuche ich mein Glück. Mhm. Und in dem Fall hat er auch gesagt, super Freund, sodass man manchmal vergisst, dass man sich 2-3 Jahre nicht sieht. Ja. Ja. Das ist für mich auch die Definition von Freundschaft. Ich finde nichts schlimmer als dieses Beleidigte, wenn man sich, du hast dich ja lange nicht gemeldet und du ja auch nicht. Also das ist ganz toll, wenn 2-3 Jahre vergehen und man sich trifft und du spürst nicht, dass 2-3 Jahre vergangen sind. Man hat sich mehr zu erzählen, als wenn man sich gestern getroffen hätte. Aber das ist für mich ein Parameter, mit dem ich Freundschaft bemesse. hörbar@radio1.de. Du hast, bevor der Song kam, haben wir über Freundschaft gesprochen und jemanden anrufen oder an jemanden denken. Wie viele Telefonnummern hast du in deinem Kopf? Oh Gott, ganz viele Telefonnummern von alten Schulfreunden. Ach. Ich kenne die alle noch auswendig. Aber das sind ja dann wahrscheinlich Festnetznummern, das oder? Sind Festnetznummern, da geht jetzt auch keiner mehr ran. Aber Nummern jetzt von Leuten in der Gegenwart habe ich keine einzige im Kopf. Sie sind alle, da tippe ich auf den Namen. Ich könnte niemanden anrufen. Ich weiß nicht mal die Nummer meiner Frau auswendig. Oh. Ja. Weil ich da draufklicke immer auf. Naja, das macht einen ja wahnsinnig. Ja, natürlich, du verlernst es. Hast du Nummern noch? Also Zahlenabfolgen von Nummern, unter denen du Menschen erreichst im Kopf? Nein, nein. Ich auch nicht. Und was besonders hart ist, ist Nummern zu löschen. Es war hart, die Nummer meiner Mutter zu löschen zum Beispiel, nachdem die gestorben ist. Hast du das gemacht? Meine Mutter ist auch gestorben, vor ein paar Wochen erst. Oh, Das ist was, wo ich denke, das löscht man die irgendwann? Also ist das so, dass man die, also früher hat man ja Nummern gelöscht, weil der Speicher irgendwann voll war, ne? Als es noch diese alten Nokias und so gab. Stimmt. Heute kannst du ja Milliarden Nummern einfach da drin lassen, oder? Ja, man kann sie drin lassen, aber es hat mich irgendwann, hat es mich eher getroffen und so leicht gestochen. Okay. Wenn ich dann bei M irgendwie jemanden gesucht habe und dann war da Mama. Mutter. Ja, ja, ja.
Ich habe deine, hast du Mama oder Mutter eingespeichert? Mutter. Aber wirklich, weil ich sie aus Spaß immer Mutter nannte. Also Mutter ist ja eigentlich eine sehr, ja, also Mutter sagt man nicht, ne? Man sagt ja nicht wirklich Mutter, man sagt ja Mama eigentlich. Ja. Aber ich habe sie aus Spaß immer Mutter genannt und habe sie so auch gespeichert. Und sie scheint wirklich einen guten Humor auch gehabt zu haben, wenn sie das, ne? Du atmest jetzt gerade, aber das, was du ja vorhin von ihr erzählt hast. Sie hat sich schon viel Sorgen gemacht und viel geschämt für die Sachen, ja, die ich im Fernsehen, ja. Oh. Also so Jerks hat sie nie gesehen. Ach nein, das ist aber auch nichts für Eltern. Das ist überhaupt nichts. Ich habe auch gesagt, sollt ihr bitte nicht gucken, auch nicht aus Höflichkeit. Du kannst froh sein, dass Colleen mitspielt, denn das wäre auch nichts, ja, für sie als Ehepartnerin, ja, gewesen. Ja, ja, so haben wir es sozusagen auf die Berufsnummer geschoben. Nee, aber sie hat nachher, als sie starb, wirklich fantastischen Galgenhumor entwickelt, für den ich sie echt bewundert habe. Also das eigene Ableben mit Humor begleitet. Das war für mich auch nochmal, wo wir vorhin darüber sprachen, was Lachen alles sein kann, ja, auch nochmal so ein Indiz dafür, dass was das Humor auch so eine Selbstmedikation sein kann. Und das war es bei meiner Mutter. Dass sie, also du musst mir jetzt sofort ein Zeichen geben, wenn ich da zu weit gehe. Wir gehen auch nicht lange da rein. Ja. Wie in so eine, ja, naja, ich wusste das nicht. Du hast Musik auch für sie, das passt im Grunde. Wir spielen auch ein Stück, das du offenbar, das Stichwort war, dass das Lieblingslied deiner Mutter war. Es war ihr Lieblingslied und sie hat sich es auf der Beerdigung gewünscht. Und ich hatte dann, als mein Vater das sagt, ja, wir hören das. Und dann spielte er das so an, das ist dieses Toccata. Und das fängt so an wie aus einem Horrorfilm. Ne? Und die Idee war, dass der Sarg zu diesem Lied aus der Kirche getragen wird. Und ich dachte, das ist doch also furchtbar, das ist doch viel zu brutal, das ist doch was Hoffnungsvolleres. Und dann fand ich später raus, dass sie das auch auf ihrer Hochzeit gespielt hat. Hat mein Vater mir nicht erzählt, habe ich hinterher erst erfahren. Oh. Es ist auch ihr Hochzeitsstück gewesen, was ich als Horrorsong bezeichnet habe. So, aber es war eines ihrer Lieblingsstücke, ja. Und ist anzunehmen, wenn sie diese Art von Humor sich entweder bewahrt hat oder vielleicht sogar verstärkt, möglicherweise auch um euch eine Art von Schwere zu nehmen oder ja, zu vielleicht. Hat sie also hat sie nicht so stark gelitten? Ging das relativ schnell oder hat sie eine lange Krankheit? Es war relativ schnell, es waren 8 Wochen, schon mit viel Leiden auch, aber sie hat es wirklich alles immer mit einem Spruch versehen. Ne? Oder wenn jemand klingelte unten, den sie nicht mochte, jemand aus der Nachbarschaft, sagte so, bin ich froh, wenn ich die bald nicht mehr sehen muss und so. Und also wirklich die ganze Zeit, wir haben unfassbar viel, so absurd das war, wir haben unfassbar viel gelacht mit ihr und auch über sie, ne? Weil sie wirklich da auf dem Sterbebett plötzlich zur Entertainerin fast wurde. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war, fand ich sehr beeindruckend. Wir werden jetzt, vielleicht hört sie irgendwo zu. Wer weiß, wir werden Musik für sie spielen. Christian Ulmen ist zu Gast und es scheint so, wenn du dir was wünschst, dass es in der Regel dazu kommt. Also du hast dir als Junge gewünscht, dass du fürs Fernsehen arbeitest, dass du vor der Kamera arbeitest und erfolgreich bist. Gehörte dazu auch zu diesem Package, dass man dich erkennt? Ging es dir auch darum, bekannt zu werden? Das war witzigerweise ganz schnell abgefrühstückt. War wirklich nie so das Motivationsthema. Ne? Oder, natürlich, wie jeder möchte, hat, glaube ich, in seiner Kindheit, Teenager-Zeit mal dieses Ding, weil ich möchte gerne, dass mich alle erkennen und dass mir jeder Anerkennung zollt und so. Aber das war bei mir, als dann bei MTV losging, die ersten 2, 3 Male, wo mich einer erkannte, war das, dachte ich, ah, okay, so ist das, okay. Und da hätte es auch aufhören können wieder. Das ist nichts, was mich nachhaltig beseelt oder so. Denn das ist möglicherweise auch, so schätze ich dich ein bisschen die Kehrseite der Medaille, weil du ja nun auch über 25 Kinofilme, man vergisst das manchmal, weil du viel als Produzent auch arbeitest und auch hinter der Kamera gestanden hast und so Serien wie Jerks eben machst oder den Tatort gut, dass du ja auch so Rollen verkörperst,
die den Menschen möglicherweise auch unbewusst suggerieren, dass du so nahbar bist. Ja. Du bist so ein Typ, dem man einfach mal, ey Alter, ja. so wie geht das heute ja, so, ne? Ja. Und das würde jetzt wahrscheinlich so jemand wie Christopher Walken oder diesem Diener aus Thomas ja. aus Downton Abbey nicht so gehen, weil die ja. halt auch so eine gewisse Distanz schon ausstrahlen. Ja. Aber du bist zu so freundlich, stimmt. um unfreundlich ja. sein zu wollen. Wie gehst du denn damit um? Ja, es ist, also ich habe bis heute nicht gelernt, damit richtig umzugehen. Meistens fliehe ich schon vorher. Also wenn ich merke, da gibt es so die Blicke und dann gibt's, das entsteht ja. Ne? Du siehst ja Leuten auch an, wenn sie einen erkennen und du siehst, ah, jetzt. Und dann gucke ich schon so weg oder rede mit jemandem. Oft fange ich an zu telefonieren, an mein Handy und laufe telefonierend durch die Gegend und spricht dich auch keiner an. Armin Roth hat mal erzählt, dass er einfach immer Sonnenbrille trägt, weil wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann würde man nicht angesprochen werden, weil Sonnenbrille auch eine Distanz schafft. Er hat aber auch eine Augenkrankheit. Ach so? Ja. Ach ja, stimmt, hat er erzählt, durchs viele Blitzlicht oder so. Ne? Das weiß ich nicht, ob das ist natürlich ja. eine schöne Schauspielererklärung, aber ja. ja. Okay, ja, aber Sonnenbrille ist auch, ich möchte auch nicht immer mit Sonnenbrille rumgehen. Nee. Telefonieren geht ganz gut, aber die Leute denken manchmal, das sind oft enttäuscht, das ist eigentlich das Schlimmste daran. Das Schlimmste ist es, wenn einer mich mit dieser Erwartungshaltung anspricht und denkt, ich mache jetzt Scheiß gleich irgendwo hin mit dem zusammen aus Spaß, weil das irgendwann mal in Jerks passiert ist oder so. Die Erwartungshaltung gibt es manchmal. Und wenn die dann merken, sieht man richtig, wie der Blick so bricht. Ne? Wenn sie merken, der ist ja gar nicht so, sind die richtig enttäuscht von mir oft. Und dieser Moment der Enttäuschung, der macht mir eigentlich immer zu schaffen. Dann denke ich, oh, jetzt habe ich den enttäuscht. Der dachte, jetzt bin ich so gewesen. Oh, es war für den jetzt ein doofes Erlebnis. Ach echt? Nimmt dich das? Ja. Nicht so lang jetzt, aber kurz in dem Moment tut mir das leid, dass ich die so enttäusche, dass ich jetzt nicht Schabernack mache und nicht hey und nicht abklatsche und nicht High Five, sondern die spüren auch, dass mir das jetzt nicht so, dass ich es nicht so geil finde, jetzt aus dem Nichts ein Gespräch anzufangen. Und dann sind die immer so reserviert, entschuldigen sich auch immer, ja, entschuldigen, wir wollten gar nicht und so. Wir wollten gar nicht mit ihnen scheißen. Wir wollten gar nicht. Bist du in eigener Selbstdiagnose eher Intro oder eher Extro? Absolut introvertiert, würde ich sagen, ja. Also hundertprozentig. Naja, also hundertprozentig naja. Auch nicht, oder? Ja, doch. Du meinst, weil man so in der Öffentlichkeit Sachen macht. Ja, weil wenn du so in unserer ersten Stunde, eigentlich jetzt auch immer noch, aber die erste Stunde war, oder der erste Part, der war lauter, lustiger, schneller. Das ist ja schon so, wenn dich was triggert, dass du mitgehst, dass du mitläufst, dass du mitspielst. Ja, ich bin jetzt kein Eremit oder so. Aber ich bin schon gern auch allein und ich muss nicht... Der schalldichte Raum. Der schalldichte. Da sind wir wieder. Den haben wir aus irgendwelchen Gründen sind wir davon abgekommen, weil ich es dir nicht geglaubt habe. Ja. Ja, wirklich so einen schalldichten Raum. Wie groß ist der? Also so ein Panic Room, Nee, ist einfach, also ursprünglich, weil mein Sohn halt Gitarre spielte und ich dachte, wollen wir die Nachbarn nicht nerven? Oh, ich wünschte, alle meine Nachbarinnen und Nachbarn würden das hören. Ich sag nur Schlagzeug. Ja. Aber die sind sehr nett, da wären wir uns sicherlich. Das ist okay. immer das Ding, wenn die Lauten so nett sind, ne, kann man immer nichts sagen. Aber so fing das an und dann merkte ich, dass ich diesen schalldichten Raum immer mehr und mehr nutze, um einfach da drin Zeit zu verbringen und daran zu schreiben, zu arbeiten und ich genieße, dass man nichts hört. Es ist mucksmäuschenstill in dem Raum. Ist da natürliches Licht, Tageslicht? Ja, es sind viele Fenster, so vierfach verglast. Du verarschst es, mich. Ist kein Witz, ich kann dir Fotos schicken. Vierfach verglast? Naja, es sind halt, dreifach, stimmt dran. Nee, obwohl, das sind glaube ich zwei, es ist vierfach insgesamt. Es sind halt, draußen sind so Altbau-Doppelfenster und dann ist da drin nochmal so ein schalldichtes Doppelglas. Dann hörst du auch die Amseln nicht. Ich höre die Amseln nicht und niemanden da drin. Ist echt schön. Ja, nein, das ist ja auch so. Gut. Ja. Gut, der nächste Wunsch, der in Erfüllung ging, ist, dass sich diese junge Frau, in die du dich verliebt hast, mal bei einem Interview auch in dich verliebt und ihr heiratet. Das hat dazu geführt, dass ihr sogar ein gemeinsames Kind habt. Das hat dazu geführt, dass ihr sogar euer Gelübde erneuert habt. Und ihr habt so ein tolles Interview gegeben, irgendwie, dass ihr auf einem Elefanten reitet und geflochtenes Seegras als Ehringe. Erinnerst du dich daran? Ich glaube, ja. Total. Und es hat dazu geführt, dass das, was du, glaube ich, noch 2014 mal sagtest, ich habe hier irgend so ein Zitat, wo ist das denn? Du hättest eine Sehnsucht nach Routinen, morgens ins Büro, abends nach Hause. Und schon ein Jahr später hast du gesagt, mein Traum wäre ja zu drehen wie Woody Allen. Der dreht immer in seiner Stadt von 10 bis 6 und dann ist gut. Ja, fantastisch. Und dazu ist es eigentlich gekommen, ja, oder? Ja, es ist Jerks, ist auch, unter anderem auch deshalb spielt das in Potsdam, weil ich da wohne. Und es ist wirklich, ich bringe morgens meine Tochter in die Schule
Und dann fahre ich ans Set und wir drehen Jerks bis nachmittags und dann bin ich zu Hause. Und es ist nicht dieses Reisen. Es ist ein unverschämter Luxus. Da können die wenigsten, habe ich wahnsinnig Glück gehabt. Aber es, da habe ich offenbar unbewusst immer nachgestrebt. Und das ist jetzt gelungen. Wobei viele es ja auch als Luxus begreifen, reisen zu dürfen. Also das ist auch so eine Typfrage vielleicht. Ja, ne? Luxus und Privileg, glaube ich, etwas tun zu dürfen, was man immer schon wollte. Du bist gern zu Hause. Ich bin sehr gern zu Hause, ja. Ich schneide dann ja auch Jerks danach zu Hause und vorher wird zu Hause geschrieben. Also ich habe wirklich, das stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist das Woody Allen-Ding. Mhm. Ja. Also in Sachen Routine und nicht viel rumreisen. 4 Staffeln gibt es. Es gibt im Moment gar nichts Aktuelles zu teasen, deswegen sind wir umso dankbarer, dass du uns einfach mal hier einen kleinen Besuch abgestattet hast. Aber wir können ja trotzdem auf das hinweisen, was du machst oder was demnächst vielleicht herauskommt oder erscheint. Ja, also aktuell gibt's 4 Staffeln Jerks auf Join. Und wir schreiben gerade an der 5. Die drehen wir schon in 1,5 Monaten. Ich glaube, das ist noch gar nicht offiziell verkündet. Wahrscheinlich darf ich das noch gar nicht sagen. Aber ist halt so. Es gibt eine 5. Staffel und die wird gerade vorbereitet. Viele hören es ja auch als Podcast. Dann ist jetzt vielleicht schon November oder September. Im September hast du Geburtstag. Ja. Naja, ist ja auch so. Ja, kommt ja auch Niemand drum rum. Und das Interessante ist auch bei dir, wenn ich, also nochmal, ich habe mir wirklich viele Interviews durchgelesen und du warst mit Mitte 20 eigentlich schon viel zu alt für dein Alter. Ne? Du warst eigentlich schon 40. Ja, furchtbar altkluge Interviews gegeben. Nee, nicht altklug, sondern ja, das hatte so eine Ruhe auch. Ja. Und jetzt hat man so das Gefühl, wirst du wirklich älter oder bleibst du bei der 40 stehen? Oder gibt es irgendein Alter, mit dem du dich identifizierst oder vor dem du Angst hast? Hast du Angst davor, 50 zu werden? Überhaupt nicht. Ich habe mich als Kind schon danach gesehnt, 70 zu sein. Als Kind war das für mich das Ziel, wie mein Großvater, der saß den ganzen Tag vorm Haus. Da war auch schon so ein bisschen... Wie man es sich vorstellt, auf so einer Bank und hat geraucht. Ja, auf einem Stuhl. Nee, einfach, nicht mal das. Er saß einfach nur den ganzen Tag auf einem Stuhl vor der Haustür. Im Vorgarten. Hat er mit Menschen gesprochen? Nee, manchmal hat er Menschen irgendwas zugerufen. Und er wurde sonderlich, aber das war mir als Kind nicht bewusst, dass der schon anfing, sich langsam zu verabschieden von vom Diesseits. Aber ich erhielt das für einen erstrebenswerten Zustand als Kind schon, den ganzen Tag vorm Haus zu sitzen und mit dem Stock und einfach zu gucken und Leute zu grüßen. Ja. Das wirklich, das war, dachte ich, da geht's hin irgendwann. Das möchte ich sehr schnell erreichen. Ich habe, und das ist fast immer noch so. Jetzt ist es, wollte ich gerade sagen, hast du dir das wieder gewünscht? Letztendlich haben wir gerade gelernt, dass das, was du dir wünschst, passiert, auch in Erfüllung geht. Ich würde sehr bald den ganzen Tag mit dem Stock vor der Tür sitzen. Und dann nützt dir diese Vierfachverglasung auch nichts, weil du vorm Haus sitzt. Ja, wahrscheinlich habe ich dann so Schallschutzkopfhörer auf und höre auch die Laubbläser nicht mehr. Oh Gott, das wäre ein Segen. Gut, wir haben es. Wir sind durch. Ja, vielen Dank. Großen Spaß gemacht. Massive Attack hören wir noch. Ah ja. Es gibt noch ein Lied, Everyone. Für was steht dieses Lied? Ja, Massive Attack läuft immer in so random. Alle Songs, die Massive Attack je gemacht haben, höre ich immer beim Schreiben, wenn wir Jerks schreiben. Das ist immer das Soundtrack zum Schreiben. Wie schreibt ihr Jerks und wer ist ihr? Du hast noch so Co-Autoren. Ja, Co-Autoren, teilweise in Dänemark, die an dem Urformat Clown geschrieben haben, steuern manchmal so Skripts bei, also die sie für sich eigentlich schreiben und die wir dann so abkriegen zur Inspiration. Ja. Und dann haben wir noch Autoren und es funktioniert eigentlich so, dass ich das mir durchlese und dann zusammenbastel. Und meistens auch sind das so kleine Sprungbretter in eigene Geschichten und so. Ne? Also das große Glück ist, dass ich nicht komplett aus mir schöpfen muss, sondern sehr viel Material zugeliefert bekomme. Und ich sitze da und lese das und schuße das zusammen. Und viel wird ja auch nach wie vor improvisiert. Die Dialoge, ja. Genau. Also die Handlung steht, aber das, was wir toll sagen, ist immer aus dem improvisiert. Das ist wirklich toll. Dann gibt es die Discounter, eine mehrteilige Miniserie, ziemlich gut besetzt, ein ziemlich guter Plot. Worum geht es und wo läuft die? Das läuft auf Amazon Prime und ist, spielt in einem Supermarkt, hinter den Kulissen eines Supermarkts und ist von unglaublich begabten jungen Leuten geschrieben. Produzierst das? Genau. Mhm. Und ist eigentlich auch ein holländisches Format eingekauft und dann haben wir die holländischen Bücher Emil und Oscar Belten gegeben. Muss man die kennen? Du sagst das so, als müsste man die kennen? Ja, also man kennt die, man wird sie demnächst kennen. Zusammen mit Bruno Alexander, den kennt man aus der Boris Becker
Auch ein Scherz, genau, den da gestellt hat, auch Boris Becker gespielt. Spielt auch in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit. Mhm. Und die beiden Beltenbrüder spielen immer mal wieder in Tatorten und so weiter. Und die haben eine Serie auf YouTube gemacht, Intimate heißt die. Und so wurde ich auf die aufmerksam. Und arbeiten so, wie wir in Jerks arbeiten. Alles komplett improvisiert. Toll. Und tarieren auch diese Charme-Momente aus. Aber jünger als Jerks, das merkt man, dass die erst Anfang 20 sind. Ja. Und auch filmisch wahnsinnig begabt, weil die so ohne von der Filmhochschule kommen, so auch fotografisch ihr Ding machen, auch selber schneiden. Und die haben wir mit dieser Serie betraut. Und die haben dann die Adaption gemacht. Und das ist ganz toll geworden. Und Doris Kunstmann spielt mit, die man noch kennt, diese unglaubliche Stimme, auch diese unglaubliche Frau. So, Massive Attack, das war und ist Christian Ullmann. Wenn Sie diese Sendung zu spät gehört haben oder nochmal hören wollen oder jeden Tag hören wollen, ich könnte es verstehen. Diese Möglichkeit haben Sie, denn es wird Sie als Podcast geben, überall auf allen Portalen, genau, auf der Radio 1 Homepage natürlich. Also insofern, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Es hat mir großes Vergnügen bereitet. Mir auch. Vielen Dank. Und bis nächste Woche. Tschüss. Du musst noch Tschüss sagen. Ach so, tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.